habe ich Holz. Ihr seid aber alle freundlich, ne? Tüchtige Seemänner. Die anscheinend alle miteinander verwandt sind. Was hast der denn? Ah, at last you arrive. Yep, can we get going now? Ah, about that. The ship compass has been stolen by bandits. We cannot sail on without it. Travel laws and all that. All right. I get it. Where are these bandits? They are in the camp through Kalmar Pass. Be careful and return swiftly. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das hättest du uns nicht mehr erzählen brauchen. Throw in the compass. Da ich nicht weiß, was passiert, gucke ich erstmal, was das Schiff zu bieten hat. Ich könnte mir da oben ein Eisenschwert rausnehmen. Aber, okay. Ich weiß leider nicht, ob wir danach direkt in die Story geworfen werden. Komme ich hier wieder raus? Okay. Ah, komm, wir enchanten noch. Diese Ansicht ist leicht verbuggt. Ach so, stimmt ja, das hatte er ja gesagt. Beziehungsweise das Texture Pack ist einfach. Ja, ohne Lapis Lazuli kommt man hier leider nicht weit. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade, wir können die Seemänner nicht beklauen. Die haben nämlich nichts. Step on pressure pad to leave. Das sollte ich vielleicht jetzt gerade nicht tun. Ich weiß nicht, ob das Ganze dann so funktioniert, wie es funktionieren soll. Okay, dann schmeißen wir mal den Kompass rein. Hopper über Hopper. You got the compass. Good. Now we can leave. Just let my helmsman know when you're ready to leave. Ach, das meint leave. Okay. Step on the pressure pad. Und bitte abfahren. Okay. Wir sind losgefahren. Wo auch immer wir sind. Oh, perfekt. Diamanthelm. Ja, sauber. Komm, die Kappen lassen wir hier. So viel Rüstung können wir nicht verbrauchen. Kettenhose. Eisenschwert. Eisenhelm. Eisenbeinschutz. Kettenhemd könnte man... Ja komm, das Kettenhemd lassen wir auch mal hier. So, den Eisenbrustpanzer nehmen wir mit. Den Diahemd ziehen wir uns sogar schon mal auf. Dich tun wir dahin. Eine Kettenhose nehmen wir uns für den Notfall mit. Eisenstiefel können wir uns auch noch anziehen. So. Meine Güte, sind wir gut equipped. So. Ach, da geht's ja auch noch hoch. Auf ins Krähennest. Zumindest habe ich mal gehört, dass es so heißt. Ach, hier geht's ja noch höher. Eine Kiste mit nichts drin. Das gesund ist. Wahrscheinlich komme ich hier gleich, aua, nicht mehr runter. Nein! Verdammt. Zum Glück ist da die Leiter. Na komm. Mann über Bord. Mann zurück an Bord. Hm. Diese tollen Dorfbewohnergeräusche. Ja. Was soll ich denn jetzt tun? Hallo? Hinweise? Irgendwas? Soll ich einfach an Land gehen? Außerdem sehe ich den Captain nicht mehr.
Und seit wann stehen hier unten Boote? Boote. Hm? Ich bin auch so einer. Betten, meinte ich natürlich. Oh, das Schiff hat ja sogar Kanonen. Kann man aus den Kanonen eigentlich auch was rausklauen? Wenn da jetzt Pfeile drin wären, das wäre super. Scheint aber nicht so. Ich guck noch einmal kurz auf der anderen Seite, dann springe ich mal über Bord und guck mal, was an Land ist. Captain? Nee, nicht Captain. War nur die Fackel, die geraucht hat. Da vorne fehlt Wasser. Folgen wir doch einfach mal dem hoffentlich Weg aus Fackeln. Oder Stein. Das Schiff sieht schon ziemlich nice aus, das muss ich sagen. Da ist eine Kiste. Eine Kiste steht hier einsam in der Landschaft. Hm. Und noch mehr Zeugs. Das gibt's doch nicht. Leder lasse ich hier. Pfeile nehme ich mal mit. Eine Karte. Knochen. Eisenstiefel lassen wir dafür die dann hier. Hm, okay. Und was hat's mit der Karte auf sich? Aha. Schön, eine Karte. Ohne Markierung, ohne alles. Ja, gut. Kommt's hier, wenn wir uns mal gerade einen Apfel rein? Ja, was soll ich denn jetzt tun? Hallo? Da hinten sieht's aus, als wäre was gebaut. Aber hier fehlt so ein bisschen die Anleitung gerade. Cassane. Ah! Der Ort, wo wir hinwollen. Klettern wir mal kurz das Türmchen hier hoch. Wenn da schon die Leitern so einladend sind. Ein komischer Pilz. Ja, genau. Noch eine Rüstung. Komm. Du gehst da rein. Und hops. Gehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, das ist nur Schleim. Da hatte ich nämlich auch schon mal eine Map, ohne aufzunehmen, natürlich gespielt. Und naja, ich wurde ein wenig mit Monster-Spawnern zugespammt. Ein schöner Torbogen. Leider nichts zum Looten. Oder kommt man da irgendwie hoch? Wollen wir doch mal gucken. Man kommt hoch. Aber es ist nichts. Da hinten sieht man schon schön die Stadt. Wollen wir doch mal gucken, was die Dorfbewohner so zu sagen haben über dieses Übel, das sie plagt. Welcome to Cathane. Okay. Nehmen wir uns den auch nochmal mit. Ein Buch. Ein Buch ohne irgendwas drin. Okay, dann kannst du es behalten. Ein Brunnen, aus dem ich wahrscheinlich nicht mehr rauskomme. Lauter Dorfbewohner. Der Eisengolem. Wie sieht der denn aus? Ist ja cool. Also das Texture Pack ist schon echt schön. Beziehungsweise es sind ja Resource Packs.
Hört man ja auch an den ganzen eingebauten Sounds. When you need a plot twist, we got one. Martin's totally trustworthy quest givers. Okay. Hört sich ja auch lustig an. Gucken wir doch mal. Wirklich viel los ist hier aber auch nicht. In der Mitte ist noch irgendwas. Hier ist ein Turm. Viel zu erkunden. Falls ihr lieber möchtet, dass ich mich mehr auf die Quest bzw. auf die Story konzentriere, müsst ihr das schreiben, dann kann ich beim nächsten Mal, beim zweiten Teil, ein wenig schneller da durchgehen. Meine Güte. Ein Hebel. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Wer weiß, wozu er nützlich ist. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Sachen auch mitzunehmen, die hier so am Rande sind. Ihr seht ja, wir haben hier super Ausrüstung, die man finden kann. Kann das sein? Das ist doch hier diese Plot-Twist-Geschichte. Hm. Hoppala. Das war nicht gewollt. Ein Kuchen. Und noch ein Goldapfel. Und Diamantstiefel. Ja, ja. Und tschüss. Fehlt noch ein Diamantbrustpanzer. Dann sind wir komplett ausgerüstet. Ein bisschen kurz. Ah, hello there. Hihi. I was just finishing up with this last customer. You mean the skeleton? Oh yes, he is one of my oldest visitors. So what are you here for? Most people come because of a quest of an adventurous nature. I'm here to help with the strange evil affecting your town. Oh yes, well, I could always tell you about that whole thing, But wouldn't you like to try some of my crumpets? You'll find them to die for. I pass. Just tell me how to help the town. Ah, fine. The darkness is spreading from the fortress depth. Trockener Mund, irgendwie geht das nicht richtig. But it's locked. You'll have to find the keys somewhere in town. Deep within is a biome stone, an artifact I can use to dispel the corruption. Bring it to me. And this? Well, mediocre town will be saved. All right, I'll be going then. Yes, you will indeed be going. To your death. Oh, wait, spoilers. Okay. Du bist ein sehr vertrauenswürdiger Typ. Darf ich durch? Perfekt. Okay, gut, dass ich die Mitte noch nicht untersucht hatte. Anscheinend geht's hier weiter. Dann hätte ich wahrscheinlich das letzte Artefakt geholt, das ich holen soll, bevor ich hier mit ihm gesprochen hätte. Also ein bisschen müsste man schon sperren, wo es weitergeht. Beziehungsweise was als nächstes dran kommt. Weil sonst laufe ich hier immer wieder direkt ins nächste rein. Gucken wir doch mal. Was haben wir noch auf der Spitze? Komm schon, ich brauche noch eine Dia-Hose. Important. Okay. Was kommt jetzt? Hey, Time Waster. Dankeschön. Ein Zeitverschwender. Aber nett, dass er es sagt.
The Keep Depth. Ich krieg dieses Wort einfach nicht hin. Keine Ahnung warum. Okay, wir haben alles gesehen, jetzt gehen wir runter. Und wahrscheinlich brauche ich genau dafür den Hebel. Ich schmeiß gerade noch einmal kurz.